Hey, wir reden heute darüber, ob der Job-Hogotier-Skandal wirklich so skandalös ist, wie er aussieht und ob er mit den anderen aus der Reihe, nämlich den Le Mals, mithalten kann. Mehr dazu erfährst du jetzt im Video. Für viele war der Release des Skandals ja wirklich eine Überraschung, für mich eingeschlossen. Wir kennen den Skandal ja eigentlich als Damenduft und natürlich auch von Jean Pogetier, dass sie primär die Le Mal-Linie pflegen. Also natürlich angefangen beim Originalen, wir haben dann den Ultramel Le Parfum, dieses Jahr erst erschienen, auch der Le Mal On Board, Aviator als limitierte Version, Weihnachtsedition und so, ihr kennt das alles. Aber natürlich dieses Jahr die Überraschung überhaupt, Skandal wurde released, eigentlich bekannt als Damenduft, sieht auch so ähnlich als Damenduft aus, ist ein bisschen abgerundeter, haben dann oben Frauenbeine statt hier die Krone. Ich vermute mal, dass sich Männerbeine nicht so gut vermarkten lassen. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier eigentlich eine sehr, sehr unerwartbare Überraschung, dass der Duft rausgekommen ist. Und deswegen auch wirklich ein Video wert, mal drüber zu reden. Kann der Duft mithalten und ist er wirklich so skandalös, wie er denn aussieht? Was heißt denn eigentlich, wenn ein Duft skandalös ist? In meinen Augen ist es wirklich so, dass ein Duft aus der Menge hervorstechen muss. Er muss was komplett Neues machen. Und tut er das? In meinen Augen jetzt nicht unbedingt. Also natürlich, er ist sehr süß, sehr karamellartig, sehr vanillig, aber er ist jetzt nicht wirklich besonders neu, sage ich mal. Also natürlich, es gibt keinen Duft, der genauso riecht. Das hat man ja eigentlich bei keinem Parfum, aber als ich ihn gerochen habe, dachte ich mir, okay, das ist jetzt nichts Gewagtes, das ist jetzt kein Skandal, das ist jetzt nichts, ja, wo man einfach so, ja, das ist halt ein neuer Release, der ganz nett ist, aber jetzt nichts irgendwie, der skandalös ist, der einen komplett umhaut. Von daher finde ich den Namen, ja, sicher fürs Marketing ganz gut, aber zum Duft passt der, würde ich sagen, nicht. Wo wir schon gerade beim Duft sind, gehen wir doch mal in die prägenden Noten des Duftes. Da haben wir auf der einen Seite das Karamell, die Tonkabohne, aber auch Muscatella Salbei. Das ist bei dem Duft sehr präsent. Wir haben hier eigentlich zwei präsente Noten und das ist auf der einen Seite eben das Karamell, auf der anderen Seite das Tonkabohne, die Tonkabohne, quasi Vanille, also Tonka und Vanille ist ja wirklich gleichzusetzen, haben dann eben dieses extrem starke Karamell, vanillig, süße. Das ist einer der Düfte, der ja auf der Süßheitsskala in meinen Augen einen der Top-Plätze belegt. Also ich kenne kaum einen Duft, der noch süßer ist, der noch stechender ist, der eben diese zuckrige Süße, die der verkörpert, noch mehr nach vorne hebt. Wirklich, das ist, da ist er wirklich skandalös in der Süße. Da ist er einfach unheimlich stark, unheimlich penetrant. Das kann gut sein, falls du das magst, es kann schlecht sein, falls du das nicht magst, aber da ist er wirklich extrem außergewöhnlich, was die Präsenz der Süße angeht. Und natürlich macht sich diese Süße in der Silage und der Haltbarkeit deutlich. Wir haben mit dem Skandal etwa, ich würde sagen, 8 bis 10 Stunden schon präsente Süße im Raum, die von dir projiziert. Die Silage ebenso, am Anfang projiziert er sehr stark, am Ende riecht man dich auch noch damit, aber nicht mehr so extrem stark, also eher, wenn man näher an dir dran ist. Aber der projiziert sehr gut, die Haltbarkeit ist sehr gut, auf meiner Haut muss ich natürlich sagen, aber ist wirklich einer der Top-Düfte, also das ist wirklich eine Überraschung. Wir haben ja selten Düfte, die so lange projizieren, die so lange halten, die so stark sind. Da sticht der Skandal wirklich hervor. Da ist er sehr präsent und sehr, sehr stark. Aber das muss auch nicht unbedingt gut sein. Der Skandal hat die Tendenz dazu, Kopfschmerzen zu verursachen, beim Träger, aber auch beim Umfeld. Mir geht es zum Glück nicht so, weil ich den Duft, ich sag mal, wirklich mag. Also ich kann ihn tragen. Aber wirklich, er kann dir auf die Nerven gehen. Er ist sehr präsent, er ist sehr, sehr stark im Raum und deswegen ist das auf jeden Fall kein Duft und das sage ich dir direkt vorab, nichts fürs Büro, nichts für Meetings, nichts für Messen, nichts für, also wenn du ausgehst, kannst du den tragen, aber überall, wo man einen Duft möchte, der eher angenehm im Hintergrund liegt, ist das keine Empfehlung. Also kauf dir den auf jeden Fall nicht, falls du einen Alltagsduft suchst, da ist der definitiv die falsche Wahl. Wofür der geeignet ist, auf jeden Fall, wenn du ausgehst, wenn du unterwegs bist, wenn du gerochen wirst, werden möchtest, wenn du Komplimente möchtest, wie gesagt, hat eben diesen Spaltenden, entweder mag man das oder nicht, aber hat auch schon die Tendenz, eher Komplimente zu ziehen, weil er eben auffällt. Ne? Das muss ein Duft tun, er muss auffallen. Wenn du ein Bleu de Chanel trägst, fällt er natürlich auch, du wirst Komplimente dafür bekommen, aber er liegt eher im Hintergrund. Je nachdem, wann du ihn trägst, wie stark du ihn trägst. Sowas fällt aber viel, viel, viel stärker auf, weil es eben viel präsenter ist, viel süßer, die Haltbarkeit, die Silage einfach extrem raumeinnehmend ist. Und dafür ist er eher geeignet. Ich würde sagen, wir sprühen uns den Duft jetzt einfach mal auf die Haut und schauen, wie er riecht. Wow, das ist super krass. Also am Anfang, ich kenne ihn ja wirklich, ich habe ihn schon ein paar Mal getragen.
ich habe ihn eher noch süßer, noch karamelliger, noch vanilliger in Erinnerung. Aber am Anfang hat er doch so ein bisschen so eine grüne Note. Aber, und ich glaube, damit kann man den Duft einfach gut beschreiben, das riecht wie Vanillepudding. Ja, ich muss eigentlich nicht mehr dazu sagen, das riecht wie Vanillepudding. Wir haben natürlich noch so ein bisschen so eine grüne Note. Das ist natürlich der Salbei, wir haben noch Vetiver drin, wir haben hier auch ein bisschen Ambroxan drin. Das merkt man auch, das liegt eben sehr, sehr schwer im Untergrund. Aber das ist wirklich die prägende Note. Du wirst die ganze Zeit nach Vanillepudding riechen oder nach Vanilleeis, wie auch immer. Also du hast eine sehr, sehr starke künstliche Vanillenote da drin. Das macht den Duft aus, das macht ihn besonders. Aber es ist eben kein skandalöser Duft. Und desto länger ich daran rieche, ja, desto mehr verfliegt so oben, ich sag mal, das Interessante, das Grüne. Am Anfang hast du wirklich eine angenehme grüne Note. Da hast du wirklich das Gefühl, der kann sich in was entwickeln, was echt gut, was echt langanhaltend riecht, was auch interessant wirkt. Aber jetzt bereits nach einer Minute, ne? Ich meine, das ist jetzt seit dem riechenden One-Take. Ja, ich würde sagen, Vanillepudding halt sehr stark vanillig und eigentlich mehr nicht Karamell, klar noch dazu. Ihr kennt ja die typische Note Karamell, Vanille, was man eben in Puddings drin hat. Also Pudding beschreibt es eher noch besser als Eis, was eben da drin ist. So ein bisschen angeröstetes Zucker, so ein bisschen Röstaromen dabei. Ich glaube, genau so riecht es. Genau das wollen sie damit ausmachen. Und ich habe ja eben schon gesagt, das ist eine Tendenz dazu, dass man hierauf aufbauen kann. Und in meinen Augen ist es auch genauso. Man kann auf dem Duft sehr gut aufbauen. Ich erwarte, dass hier, wie gesagt, noch verschiedene Flanker rauskommen werden. Extrakte Parfum, Eau de Parfum, wie auch immer. Dass da noch was nachkommt. Und ja, sehr Vanillepuddingartig kann man drauf aufbauen. Aber ist eben nun, ja, Vanillepudding, ne? Ist nun also die Frage, möchtest du den Duft kaufen? Kann ich ihn dir empfehlen? Oder was habe ich noch zu dem Duft zu sagen? Auf der einen Seite, ja, er riecht ganz gut. Ich finde, es ist ganz interessant. Du hast eben einen Vanillepudding-Duft. Man kann es nicht anders sagen. Hat ein bisschen so eine Schwere unten drin. Ambroxan oben nochmal so ein bisschen was Grünes. Aber das ist wirklich eigentlich, das riechst du halt selber vielleicht. Ne? Aber Leute um dich rum werden halt diese starke karamell-vanillige Note riechen. Ist es deswegen zu empfehlen? Ja, es gibt halt bessere Alternativen, jetzt mal ganz ehrlich. Also wenn du einen Duft möchtest für viele Komplimente, der süß ist, empfehle ich dir wirklich den Ultra Male. Auch von Jean Paul Gaultier, da freuen die sich. Auch ein super Duft, hat eine starke Birne, riecht viel interessanter, riecht, ja, ich sag mal, eigentlich komplexer, besser. Hält nicht so lange, muss ich dazu sagen. Also der hält auch unheimlich lang, also 8 Stunden bestimmt, aber der hält ja nochmal viel länger, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich, der hält wirklich ewig. Das haben diese pappig süßen Düfte eben an sich. Ich kann dir auch empfehlen zum Beispiel den 1 Million Le Parfum. Der ist auch relativ frisch, Eau de Parfum ist das, der ist auch relativ frisch. Hat so eine Bubblegum-Süße da drin, quasi 1 Million mit Bubblegum-Süße oben drin. Riecht sehr jung, gibt dir unheimlich viele Komplimente, lässt sich sehr, sehr schön tragen, liegt sehr gut im Raum. Oder natürlich den All-Time-Favorite für Komplimente, den Versace Eros. Tolle Empfehlung, falls du ausgehst, falls du einen Duft möchtest, der beim Ausgehen lange trägt, dir viel Komplimente bringt, von Leuten gerne gerochen wird. Jetzt für den Herbst natürlich auch sowieso Versace Eros Flame, da kannst du so ein bisschen hin und her switchen. Eros Flame hat eine Mandarine drin, der Originale hat eben nur die Minze, also der Eros ist bekannt eben für diese starke Minze. Hier haben wir eine Minz-Mandarine drin, riecht in meinen Augen für den Herbst besser. Für den Sommer ist der originale Eros die bessere Wahl. Um Gottes Willen, ich zerlege hier ja schon fast alles. Aber nichtsdestotrotz kann ich ihn dir empfehlen. Probier ihn gerne aus, falls er dir gefällt. Ist das eine schöne Empfehlung, weil das ist ein Duft, der eben neu ist, den nicht jeder trägt, den eigentlich keiner kennt. Also du fällst damit auf jeden Fall auf. Aber für Komplimente gibt es auf jeden Fall bessere Alternativen als den Skandal. Nachdem ich hier fast mein halbes Studio zerlegt habe, hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat, dass du ein bisschen was über den Skandal gelernt hast und jetzt eine Entscheidung treffen kannst, ob du ihn kaufen möchtest oder nicht. Danke fürs Zuschauen, abonniere mich doch gerne, like das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal.